Jetzt willkommen, Kapitän der Kapitän bei Wild und Warship. Ich bin wieder da und hup, was so. Ja, ich muss mal meinen natürlich 2D-Avatar natürlich immer umpacken, weil auf die Seite ist, kommen plopp immer auf für Steam. Und ich möchte die Leute ja nicht alle hier kenntlich zeigen. So, ich habe ja, kann man sagen, mein festliches Weihnachtsmodus, also den Battle Pass, habe ich komplett durchgeballert. Also schon komplett durch. Ich kann nur noch Zertifikate bekommen. Und persönlich, also ich habe hier, kann man sagen, relativ am Anfang viel gespielt und dann wieder nicht. Aber persönlich fand ich den Battle Pass, so wie er es war, relativ angenehm. Richtig gut zu spielen. Also das gefällt mir hier. Aus den ganzen Weihnachtscontainer, also was hier kostenlos, also die obere Teil kostenlos spielen konntest, habe ich leider also wirklich kein Premium-Schiff gut bekommen. Es ist ein bisschen Glück. Aber ich habe ja natürlich ein paar Zertifikate bekommen auch. Und wir machen mal die letzten, also mal für dieses Jahr, ein paar Weihnachtscontainer noch auf. Ich denke mal, im Neujahr, es geht das für mit den Weihnachtscontainer, ging ja bis, glaube ich, 11.1. Und ich denke mal, kurz vor das aufhört, das Weihnachts-Event, würde ich mir noch zum Schluss noch ein paar Weihnachtscontainer noch kaufen und mal ein bisschen Glück versuchen. Auch mal seltene Schiffe zu ziehen. Aber mal gucken. Neujahr, nur so das neue Jahr, kriegen wir eben noch ein paar neue Premium-Schiffe. Und Federbein Silver, bitte für so Red. Okay. Das ist gruselig. Wir haben ja ein paar Bonus bekommen. Schiffe. Kann man nutzen. Aber für mich persönlich kann ich mir Premium-Schiffe hier holen, aber was soll ich damit? Es ist nett und schön, kleines Gimmick. Aber persönlich will ich nicht. Ich will mit dir ein paar Zertifikate natürlich ausgeben. Die Zertifikate kriege ich hier unten. Ich kann hier welchen Flankencontainer holen, da kriege ich ein paar Bonus, aber ne. Ich will ein paar Mega-Container. Natürlich mal alle reinbuddern, was geht. 12 Stück. Gleich die Instant kaufen. Bäm. Nein, noch nicht öffnen. Jetzt bin ich bei 0. Mal gucken, welche Container wir noch kriegen. Hä? Ne, 13. Also, hier. So ist ein Container. Weg damit. Kohle brauche ich wieder, weil Kohle ist wichtig. Weil, man sagt, ich habe relativ viel Kohle verbraucht. So. Mal gucken. Gleich schon erst ein Schiff. Was wird es? Taschke 39, yay. Das ist der schlechteste Tier 7 DD, was gibt. Also noch schlechter geht es wohl nicht. Aber naja, nett und schön, aber es gibt leider Schiffe, die so ein bisschen besser performen. So, ein bisschen. Oh, nächstes Schiff. Alter, läuft ja aber richtig. Trump bekommen? Okay. Auch nicht schlecht. Ein paar Bonis. Das ist schon mal eine sehr gute Quote. Also Trump ist glaube ich, relativ ein sehr spezielles DD. Ich glaube, also muss ich mal angucken. Also bis jetzt habe ich das Ding auch noch nicht gespielt, aber die Kohle. Kohle ist geil. Kohle brauche ich. Nice. Und immer mal gucken. Ich gucke mir Trump mal an. Und mal schauen. Rote Bonus. Noch ein Schiff? Alter, läuft ja aber richtig. Oh, okay. Ach, okay, alles klar. Das ist, glaube ich, muss die Fletcher oder Benson sein. Alter, 12 Container, gleich noch ein Schiff. Das ist eine verdammt gute Quote. Bekommen. Oh! Aber das ist das Problem, das Ding hat kein Nebel. Das ist der Nachteil. Aber wenn du eine Division hast, der mit Nebel hat, so einen Zerstörer, ist das Ding hammergeil. Alter, das ist nicht eine gute Quote. 12 Container gleich 4 Schiffe. Neues. Nice. Schade, der letzte Container nimmt kein Schiff. Aber 4 Schiffe? Kann ich nicht beschweren. Also. Gut, aber wie mal das Ding mir angucken.
Niederländisch. Trump, Trump. Ja, ich habe viel zu viele Schiffe. Das ist ekelhaft. Ja. Vielleicht ist hier der Kapitän. Alter. Tobias hat das Ding auch. 12 Kilometer. Wow, nice. Hauptbatterie. 5 Sekunden. 30 mm Deckdurchschlagungskraft. Alter. 5,2 Sekunden Reload. Also hier lohnt sich Triggerzünder. Okay, 11%. Oh, ich denke mal, das Ding hat auch, glaube ich, auch Bomben auf. Der will sich Flakfeuer auch noch. Alter. Ja, nee, ist klar. Reichweite 10 Kilometer. Durchschlagskraft 20. Okay, hier arbeitest du mit der Schwarm mehr mit den Bränden. Also leichte gepanzerte Ziele, so leichte Kreuzer, so wie die Mino oder Edinburgh und sonst andere Kräftinger, kann man sagen, da kannst du die Schaden drücken. Aber etwas leicht gepanzerte Schiffe, also etwas stärker gepanzerte Schiffe, also da arbeitest du eher mit den Abfacklern mehr. Okay, schon mal geil. Also hier kann man sich, ich will hier Triggerzünder mitzunehmen. Torpedos, okay, die Torpedos, ja, sind 2x3. Wie schnell? 71 Knoten schnell. 15.000 Schaden. Okay, das ist nicht schlecht. Also, das ist schon mal eine Ausnummer. So, wir haben ja die, genau, Prisbrim. Für den Zweig gibt es, glaube ich, kein passenden Kapitän noch nicht. 10er Kapitän. Ich glaube, ich kann mal damit hier mal ein paar Kapitäne mal rausschmeißen. Ja, ich habe viel zu viel. Deswegen, also von den zwei, ich meine, es sollen ja bald welche kommen. Kann man jetzt schon mal Kapitän schon boosten. So, wir haben richtig gut, wir haben dafür HE, das ist schon mal geil. Das ist eine Mino, kann man sagen. 30 mm haben wir. Kann man überlegen, auch Triggerzünder mitzunehmen. Nur Triggerzünder kommen wir auf 37, aber nur 4,5% Brandwahrscheinlichkeit. Da überlegt man sich wirklich, Triggerzünder mitzunehmen oder sonst irgendwas. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Also da überlegt man sich schon. Aber dafür haben wir hier 5 Sekunden wieder oder so. Boah, ist schon geil. Also hier kann man mit denen relativ viel machen. Aber wie gesagt, das ist eine Mino, aber mit ohne Nebel. Ja, also schon. Hungerpool? Ach stimmt. Die Belohnung kann mir jetzt einer. Genau, wir haben ja und die europäischen Zerstörer. Genau hier. So, ja, ganz ehrlich, ich habe einen europäischen Elite-Kapitän, ich brauche keinen weiteren. So, weg damit. Zack. So, was hat der denn vorhin für Spezialitäten? Der sieht Flakfeuer, aber kein Nebel. Ich glaube, das muss eine Dings sein. Benson-Klasse. Benson. Ne, Fletcher-Klasse ist das, okay. Fletcher. Ein Werfer. Aber knapp 11 Kilometer. Fast 11 Kilometer. Das ist die Crew. Aber 20.000 oder 90.000 Schaden ist schon geil. Also, wir als Zerstörer. Wir haben eine Group 1-7. Boah. Also hier gehst du mehr so Gandhi-mäßig. Torpedos kannst du auch schmeißen, das ist schon geil. Nicht schlecht. Also ich glaube, hier arbeitest du eher mit den Hauptbatterien teilweise auch. Also zwischen Gandhi-D und Torpedo-D, würde ich sagen, so Mixmax hier. Und wir haben ja den russischen, ich gehe mal hier auf 100 Zonen. Also ich habe viel zu viele hier langsam. Also ich suche ja fast dumm und dämlich ja schon langsam russischen DDs. Genau, wir haben ja das hier, also ich kann auch mal rausschmeißen. Ich habe schon passenden Kapitän auch schon. So, weg damit. So. 8,4 Kilometer, Hauptbatterie 10. So, die Torpedos sind auch irgendwie krepp, sollen wir Torpedo-DD sein. Reichweite 10 Kilometer. Türme 18,6. Schmutz. Wir haben hier 3x1. Deswegen ist das Taschengen 39 auch nicht so beliebter Zerstörer. Du hast 3 Türme. Oh, was hast du da für Postmaterialien? Torpedo Nanach Booster, okay, auch nicht schlecht. Nebel, Motorboost. Aber mit den Tarnwerten noch. Ich habe ja fast einen Kapitän auch noch hier. Mit den DD. Ich habe den. Wo habe ich den? Ich finde es leider echt doof. Ja, hier.
Den habe ich ja halbwegs auf Tarnung geskillt. Finde ich persönlich, finde ich angenehmer zu spielen. Mit Tarnung, boah, 7,6 Kilometer. Ich würde ja auch vor mir mit Torpedos zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, also ich will das Ding überhaupt nicht spielen. Ist nett und schön, das Schiff zu haben. Aber in Endeffekt, nee, danke. Also das ist so ein Schiff, was man eigentlich gerne nicht hätte. Mal dazu in Russland. Hier, gehen wir wieder zurück. Plötzlich ist bei ja. Ja, habt ihr das Ding schon mal gespielt? Weiß ich gar nicht. Aber ich will jetzt mal das nicht spielen, weil es zur Zeit. Warte mal, falsche Nation. Klasse, doch, schaffst du. Es geht zurzeit ja mit den, natürlich auch mit dem Hafen-Event. Okay. 2 Millionen Credits fahren und kriegen wir ein Weihnachtsgeschenk. Auch nicht schlecht. Ich möchte zurzeit das Weihnachtsevent ein bisschen pushen. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Der nächste Abschnitt wird in 4 Tagen aufgehen. Diesmal sind hier Credits angeboten. Schlachtschiff habe ich jetzt hier knapp über die Hälfte schon mal. Also der Abschnitt ist ziemlich sehr einfach. Das heißt, ich will relativ viel Schlachtschiff spielen. Gleichzeitig auch würde ich auch mal den Dings mir angucken. Chamos Trennung 40. Also jeder sagt, das Ding ist etwas beschnitten. Ist genauso wie die Chamos Black und bei anderen Chamos. Und ich will mir erstmal so angucken. Ich meine, die Hauptbatterie ist etwas schlechter auch. 23 Sekunden. Es liegt auch daran, wir haben es etwas beschnitten. Wir haben nur Motorboost, Jäger dabei. Die Chamos hat hier ein Offlinks-Flugzeug dabei oder ein Jäger. Kann beides mitnehmen. Soweit ich weiß, soll hier die Secondary sehr gut sein. Wir haben hier 3,1, also das ist Stockwert. Und wir haben hier 2,9. Ich setze mal den Kapitän mal in Reserve schicken. Wir haben hier Stockwert, okay. Das ist, ich habe ja noch das Nachladenmodul noch eingebaut. Nur die reine Streuwerte nur. Also Stockwert ist etwas schlechter. Hier haben wir etwas bessere Wert. Wir haben hier doch 1,3, 1,6, 3,2. Also wie viel Unterschied macht das echt nicht. Also so mehr, ungefähr eine Sekunde, glaube ich, schneller. Also es ist minimale Unterschiede nur. Also hier haben wir wirklich ganz und keinen zurück. Kann bitte zurückschicken. Also Chamos 43 ist, aber man kann man sagen, gleich abgewandelte Schiff. Wir haben, wie gesagt, wir haben ein bisschen gebalanced. Wir haben nur einen Mutterbus dabei. Ist auch cool. Gut und coole Feature. Aber ich glaube, die Panzerwerte sind, glaube ich, auch identisch. 26, 50. 26, 50. Ja, also es sind bei den Panzerungswerten, ich denke mal, bei den restlichen Stats ist es hier ein bisschen gleich etwas unterschiedlich. Torpedos sind gleich. Luftabwehr 56. Wir haben ja, okay, da habe ich ja durch den Secondary, durch den Kapitän. Also hier haben wir wirklich minimale Unterschiede. Das macht ja echt den Kohl nicht fett. Okay. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich hab die Z15 Tarnung. Ja, ich habe die auch, die andere Tarnung und die arktische Tarnung. Aber die andere beiden Tarnung muss ich zusätzlich kaufen. Trotzdem ich die schon habe. Im Grunde in meinem Inventar. Im Grunde kaufe ich die Tarnung in Effekt nochmal. Macht das irgendwie einen Sinn? Warum muss ich mir eine Tarnung kaufen, wenn ich das schon im Grunde in meinem Inventar habe, auf die normale Schaumaus? Glaubst du, es ist ein Chamos 43, ist es grundsätzlich das identisch gleiche Schiff, aber mit anderen Werten, aber ich muss die Teilung trotzdem mal kaufen. What? Das macht null Sinn. Ja, die wollen ja natürlich auch Geld verdienen. Aber rein theoretisch, ich besitze die Teilung ja schon, ja. Aber ich hätte ja Chamos 43. Nun, die haben eine Zeit in der Klatsch, also nimm, wenn du die Teilung haben willst, trotzdem ich schon besitze für die normale Chamos, soll ich die normal kaufen? Das macht null Sinn.
What the fuck? Wargaming, ich soll die Leute nicht verarschen. Es gibt welche, die kaufen trotzdem die Tarnung, aber die schon, kann man sagen, die im Grunde für die normale Schamaus auch schon besitzen. Also das mit der Schiffstarnung ist schon eine reine Abzocke. Also ganz ehrlich, das Wargaming. Es gibt welche, die schon ein bisschen wundern. Habe ich schon gewonnen, die Tarnung habe ich doch bei den normalen. Also das ist schon hier, das finde ich schon eine Abzocke schon. Die klatschen eine Zahl hinter und das war's und muss die Tarnung trotzdem nochmal kaufen, trotzdem schon immer da schon hast. Also ich bin der Meinung, die können sie wenigstens die Tarnung schon besitzt schon tust, für die normale Schaumaus, sollen die auch wenigstens nur für die Premium-Variante auch freigeschaltet sein. Also das ist schon, finde ich persönlich schon eine leichte Abzocke schon. Aua, Wargaming, ey. Sie sollte die Leute doch nicht so auch nicht die verarschen. Ich mach die Flaggen drauf nur für die Hauptbatterie. Flag. Flag verstärken? Ja, hier bisschen und gegen Wasser und Bruch. So. Um den Kapitän zurückschicken. Ach so. Genau, also er hat nur einen Stufe 1 Kapitän. Kapitän entlassen. Jupp. So, ich nehme den natürlich Glitschen drauf. Ist natürlich mit Trägerzünder auch geskillt. So, dann habe ich die Abfangchance nicht so hoch. 2,7. 32 mm. Also ich kann schon, wenn ich Schiffe beschieße, schon mit etwas dicker, also wenn ich auf Tier 8 treffe oder Tier 9, kann ich schon die 32 mm dicke Panzerstunden durchschlagen. 6,5 Sekunden Reload. 2,7. Das ist schon mal ein Hausnummer. Heute hier, ich hoffe, das wird schon mal hier was. Klick. Und das hätte ich gerne. Wir haben jetzt eine. Die Zickney Batteriereichweite, wir haben hier fast knapp 8 Kilometer. Da komme ich mal hier auf Zickney Mod ein. Kommen wir auf 9,95. Komm hier. Das ist ein typisches Schlachtschiff. Wir brennen ja ziemlich sehr oft. Flanken sind drauf, Holz ist drauf. 21 Kapitän, gib ihn. Wir brauchen ein paar Bonus noch. Bis für Kapitän ist happy, genau. Von den anderen habe ich ja kaum was. So. Der lieber Rainbow ist zurzeit auch nicht da. So, ich würde sagen, erstmal hier Z43, also mal schauen, was 43 mal spielen, mal gucken. Also, zurzeit fahre ich erstmal erstmal Credits Einkommen holen für die Schlachtschiffe. Mal gucken. Also, wenn ihr das Video schon seht, ich nehme es am Wochenende auf, wünsche euch erstmal ein frohes Neues erstmal. Das Video kommt am Montag, zuerst ist es Sonntag. Wünsche euch erstmal ein frohes Fest, gute Reihen und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, ohne Probleme oder sonst irgendwas. Bei Weilheim habe ich euch auch schon mal gegrüßt, also mal für Silvester. Also ich hoffe, ihr kommt sehr gut rein, ohne Probleme. Leider zurzeit ist halb Deutschland ein bisschen am Absaufen gerade. Es ist ein bisschen kacke. Es geht also. Also, die Leute leider Weihnachten nicht zu Hause verbringen können und das Haus leider abgesoffen ist, ein bisschen kacke. Aber mal gucken. Neues Schiff, neues Glück, kann man sagen. So, Second Day. Ja, wir haben gesagt, 23 Sekunden macht auch nicht viel, nicht aus. 12% Brandwahrscheinlichkeit. Vielen Dank. Mal gucken. Bude dabei, wir haben hier Wasserbomben auch dabei, wir haben hier 8 Kilometer, wow, mal ein bisschen mehr. Schon mal very nice. Motorboost, also ist mal was so Interessantes. Also wenn die Flanke am Pfeil ist, könnt ihr richtig schon mal loslegen. Mal gucken. Wir sind mit hier dabei, das heißt, wir können richtig viel machen. Mal gucken. 6er CV, okay, die 6er, also meine Rüchu hat ein bisschen Probleme wie im North Griner. Die Flak ist gemein auf diese Stufe. Ich habe mal eine Runde Mission gespielt und da habe ich Dings, da war ich wie ich Anti-Monster, da habe ich die Kraftzeit, die habe ich immer angeflogen und sonst irgendwas. Ich habe über knapp 70 Fliege abgeschossen von ihnen. Also, war
Es war nicht, ich habe nicht viel Schaden gemacht, also ich war wie sehr stark im Fokus. Ach ja, und nebenbei, wir haben relativ kurze Reichweite. Wir haben hier knapp 19 Kilometer, die normale Schamaus hat knapp 20. Ist ein bisschen leicht eingeschränkt, aber kann man leider nicht ändern. Irgendwo muss es ja welche Einschränkung geben. Ich drehe schon mal ein bisschen ein. Falls die Magi und Skriner ist hier auf meiner Seite, auch nicht schlecht. Okay, ist nicht schlimm. Wenn ich auch eine Stufe über mir ein bisschen drauf schieße, kriege ich ein bisschen mehr Bonus. Colorado ist neben mir? Kann einmal die Flieger bitte mal abschießen? Der weiß genau, wie hoch mein Anti er ist. Der fliegt mich nicht an. Er tut anscheinend nur spotten gerade. Als CV-Spieler mal spotte für sein Team auch nicht schlecht. Das Problem ist, zurzeit sehen wir gerade gar nichts. Da kommt HE geflogen, okay. Und wieder gespottet. Nutzt von einer. Ja, war klar. Enemy ship is inside. Aua. Ich bin nicht so doll getroffen. Enemy ship is inside. Ich hab die North Carolina noch nicht mal getroffen. What? Ach, der steht. Mal gucken, wie steht er denn? Oh. Haben wir nur ein paar Granaten getroffen? Einer hat die nützliche Katana geholt. Ah, Korsak ist auf dieser Seite auch nicht schlecht. Korsak ist so ein Schiff, was ich gerne nicht als Gegner habe. Zuki kümmert sich darum, das ist sehr, sehr gut. Ja, das Problem ist, ich sehe das Schiff so leider nicht richtig, weil der genau in der Insel steht. Das ist ein bisschen belastend, finde ich. Ich verstehe auch nicht, warum der in der Insel steht. So gut habe ich persönlich auch keine Lust. Einmal getroffen, ja! Oh! Schön. Einmal getroffen, aber nur eine Flächenschaden. Oh, einmal Direkttreffer. Ui, nice. Das Problem hat er schon leider repariert. Das ist ein bisschen belastend. Oh, schön, noch über den Berg gekommen. Nice. Ja, das Problem ist, ich weiß leider nicht, wo der U-Boot ist. Das ist leider das größte Manko. Akatsuki. Amagi killt die Akatsuki auch nicht schlecht. So, deutsche Genauigkeit. Ich hoffe, du dresst wenigstens mit mir. Schiff. Ja, noch nicht mal Schiff getroffen. Eieieiei. Nochmal Drecktreffer? Nice. Au. Leute, fährt eine Schamaus durch die Mitte durch. Und unser U-Boot ist da. Er hat es schon repariert. Ach Mist. Also Motorbus hat aber extrem lange an. Also jetzt kann ich hier blind versuchen hier so zu ballern auch. Jetzt bin ich auch offen. Das ist gerade sehr unschön. Korsika ist mit ein paar Leben noch davon gekommen. Nicht ein bisschen richtig doof.
Alter, der Typ ganz hat in die Insel gegammelt, sonst irgendwas. Und jetzt fährt er auf einmal vorwärts. Ach, Junge. Das Ziel muss auch noch gekürzt sein. So, ich hab dich erstmal abgefackelt. Ich bin jetzt mal unsichtbar. Das ist gut. Jetzt schießt hier mal weg. Ja, ist klar. Also, wir nehmen mal wie die Streuung ist. Und. Klatsch, schon mal abgefackelt. Nice. Also, unser Team spielt ziemlich sehr passiv auch gerade. Fuso down, auch nicht schlecht. Ah, schön. Parkour haben den Berg getroffen, aber ich treffe wenigstens noch die Yamagi noch. Oh, wieder abgefackelt. Nice. Dass das größte Problem ist, ist das verdammte U-Boot. Ich glaube, ich bin der Einzige, der wirklich auf den U-Boot wirken konnte noch. Also der U-Boot hat anscheinend nicht mehr viel Leben. Lol. Also ich muss jetzt auf Verdacht jetzt so abschmeißen. Ich finde es schade, dass ich ihm leider keinen passenden Winkel, einen besseren Winkel kriege. Okay, da war einer relativ zu übereifig. Naja, nicht getroffen. Schade. Schade, schade. Also Akizuki konnte nichts dafür, der war ziemlich sein Schattenfokus. Also U-Boot habe ich bisher auch keine, wirklich keine Muße. Das kann richtig gemein sein. Enemy ship is inside. Ja. Sind hier gerade die anderen beiden? Also die pushen nicht, also die warten bis der Gegner um den Eck kommt. Au. Also die können so, ich glaube die wollen die schießen gerade nur, wie ich das gerade bemerke. Gerade nur auf Max Range. Nö. Könnt ihr abschminken? Schön abgefackelt, nice. Alter, wie für meinen Geschmack trifft der Kreis hier. Was kann der Teil ein bisschen teilweise zu gut? Das Problem ist, unsere Jungs können nicht weiter vorfahren, wegen den Idee. Und ich weiß leider auch nicht, wo der U-Boot immer rumtümpelt. Also ich glaube, da ist er. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich weiterfahren. Also Amagi und die Nordskanner spielen ziemlich sehr, sehr passiv, merke ich gerade auch. Wenn ihr darauf gespottet, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Die Seite hält. Das ist die Kosik. Also wenn wir Kosik rausballern, ist es schon ganz gut dabei. Ach, der tritt schon weg. Ach, komm. Wie fährst du denn? Schön. Also wir sind uns hier ein bisschen am Drücken, das ist ziemlich sehr gut. Das Problem ist der verdammte U-Boot. Ich muss jetzt aggressiver spielen. Dann tut mich ganz verspotten. Das tut mich ganz verspotten jetzt. Das ist das Problem, wenn man keinen wirklich Division hat. Ja. Amagi ist ein bisschen abgelenkt, schon mal ein Vorteil. Bats, so. Ich lege mal auf AP mal um. So, Nimir ist.
Der Bismarck. Okay. Oh, der hat einen guten Kill abgekriegt. Mal ein bisschen zu Amagi etwas anwinkeln. Also die U-Boot ist erstmal egal. Boah, schade, nicht getroffen. Also nee, getroffen schon, aber nicht abgefackelt. Der Bus ist aus. Amagi kümmert sich aber erstmal nicht um mich. Das ist schon mal ganz gut. Ich versuche jetzt mit meiner Zeckenerin ja auch mal ein bisschen abzufackeln. Aber natürlich, die Nordskanada wurde halt einen kleinen Sigma-Buff bekommen, leider. Verstehe ich bis jetzt noch nicht, warum auch noch. Also Bismarck wurde gerade rausgeschossen, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ah shit, jetzt kommt die Duck um die Amagi um die Ecke gefahren. Treff nicht. Ja, hat dich getroffen. Schön. Hier, weil die Granaten könnten richtig wehtun bei die Amagi. Aber der Grunde zeigt mir gerade schöne Breitzeit auf. Weil der Zecken hier schießt auch schon mal. Auch sehr interessant. Von U-Boot bin ich erstmal safe. Alle beiden U-Booten sind auch noch am Leben. Lol. Das ist mal sehr interessant. Oh, schön. Wieder abgefackelt. Nice. Boah. Lütchen geht steil. Nice. Mein Mutterbus aktivieren. Die japanischen Türme, die kommen hier nicht schnell hinterher. War wohl nix. So, wieder wegdrehen. Die komplette Fläche zeige. Nice! Eieieiei. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Wieso mein Anti? Ah. Das war gut. Das ja, also. Er kam gerade mit die Geschwindigkeit nicht hinterher mit den Türen. Das ist der Nachteil bei den Japanern. Die Geschütze machen Menge Aua, aber bestimmte Distanz können sie nicht mal angreifen, also mal kommen sie nicht hinterher. Und das ist der Nachteil bei denen. Also 100k Damage, also bis auch mit einer U-Boot rumgeknabbert auch, also nicht schlecht. Jetzt nur Richtung fand ich Cap noch fahren. Ja, das ist das Problem der CV, aber die CV haben jetzt den automatischen Top jetzt und die treffen uns ziemlich sehr präzise. Schön, also ein bisschen Damage, ein bisschen Abfackler, also hätte ich nicht erwartet, die ich auch schon mit den Holz schon mit dem Lütchen arbeiten kann. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Also müssen nicht mal gucken. Also 35 Knoten, Alter. Das ist echt schnell. Also, Gefühl. Also, U-Boot down, das ist nice. Das andere U-Boot ist so Hocks Bude, was weiß ich, wo der hier rumtümpelt. Also, ist ein Cap drin, okay. Jetzt ist der DD-Farm, der schießt ganz an den CCV runter. Trifft es auch gut immer. Auch nicht schlecht. Also das ist leider nicht zu geringe Reichweite. Der zeigt auch da auf Breitseite, was.
Oh, hab ich einen Lightning-Ding-Kill gemobbt. Also wieder Umlagerfahrer. Hi, wieder. Also, Gruppenganzen ist nicht, also mal, schlecht ist das Schiff nicht. Also das finde ich so ein ganz gutes Schiff. Und gewonnen. Nice. Erstendruck ist die normale Schamhaus. Also, die Zeckneri sind etwas Tucken besser. Mir auch nicht. Also, wer das aus dem Battle Pass hat, man das ja, kann man sagen, ist aus Flieh geholt, ja. Deswegen. Das ist nicht schlecht. Alter, 1700 Grundfarbe, Alter. Mal gucken, wie viel habe ich noch in die U-Boot gedrückt? 10.000. Also ein paar Mal getroffen. Aber mit Wasserbrüch leider nieder. Die haben ja relativ schnell die Reparaturmannschaft auch. Mal gucken. Secondary. Fast 200 Treffer, aber nur fast 30.000 Schaden. Also Abfuck waren auch dabei. Brenno 11.000. Ist nicht schlecht. Secondary Treffer. Auf Magi waren nicht so viel Treffer. 13.000. Okay. Also nicht schlecht. Also Zegni hat auch ein bisschen rumgeknabbert. Klappt 200 Treffer. Ist also klappt 30.000 Schaden. Wir sagen, ist noch okay. Also ich habe ein bisschen ein paar Treffer gehabt auf dem U-Boot ja noch. Klappt 300 Schaden auf, nur mit Wasserbrüchen, aber Rest war ein Bombenschaden. Aber kann man sehen, ist die Schamhaus 43, ist ganz solides Schiff. Ist, kann man sagen, ist, wie gesagt, leicht abgewandelt Schiff. Aber grob im Ganzen. Also wenn man nicht die normale Schamhaus hat und die Schamhaus 43, hab ein Premium-Schiff, was umsonst ist. Also viele meckern über ja, Wargame macht, gibt's nicht so viele geile Sachen immer. Aber ganz ehrlich, an Stufe 7 Schiff. Einfach so umsonst einfach, ist schon hammergeil. Also das ist schon cool. Wenn man schon. Kann man sagen, wenn man schon mal ein Premium-Schiff hat schon. Ich habe hier ein paar Bonus drauf. Ich habe hier knapp 1 Million Credits gemacht. Also, ich kann mich nicht beschweren. Also, ich fand die Runde nicht schlecht. Ja, dann muss ich jetzt die Karte mal einfahren. So, wir haben ja ein paar, wir haben ein bisschen Bonus. Wir haben ja nicht den kompletten, was sagen, nicht die kompletten. Hätte mir ein bisschen P noch gefehlt, aber... Grob und ganz hat mir das Ding, das Schiff eigentlich Spaß gemacht. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich hab jetzt die Schamhaus Black und Schamhaus 43. Was will man wissen, was wir haben mehr. Eure Meinung zu die Schamhaus 43, habt ihr das Schiff schon, also mal schon erstmal nur gespielt? Oder auch nicht die normale Schamhaus? Eure Erfahrung mit diesem Schiff, also... Wir sagten, es war gar nicht. Ich war mit hier gewesen, ich habe ein bisschen rumgeballert. Zeckneri hat komischerweise relativ früh abgefackelt. Ist wunderlich, trotz die Trinkerzünder. Ich habe hier 5% Brandschwelligkeit, also ist nicht schlecht. Ist ganz solide. Ich glaube, genau, das habe ich auch hier drin. Ich glaube, Mutterbusse habe ich nicht so drauf geachtet. Ich kam auf 36. Aber Gruppen, wie gesagt, Gruppen im Ganzen. Ist ein ganz solides Schiff. Mit leicht Abweichung aus Stats, außer die Hauptbatterie. Wir haben hier nur 19 Kilometer und die Schamhaus normal hat hier knapp 20 Kilometer. Merkt man schon, wo die Unterschiede sind. Aber grob und ganz ist es ein gutes, solides Schiff. Dann wünsche ich euch noch ein frohes neues Tag. Ich hoffe, den neuen Tag habt ihr alle schön genossen. Sonst irgendwas. Wir sagen bis nächstes Mal und haut rein und World of Warships 24 natürlich weiter. Natürlich habt ihr auch... habe ich auch mal eine Woche Urlaub auch ein bisschen. Mal gucken, was ich in meinem Urlaub zu einer Woche Urlaub mache. Mal gucken, lasst euch mal überraschen und sonst irgendwas. Bis nächstes Mal und haut rein. Tschüss.